Servus und hallo zur Festival Challenge. Ja, im Titel steht schon heute Mainstage. Alle Fragen vorweg beantwortet. Nein, die Bühne wird nicht fertig. Nein, an Show braucht man gar nicht denken. Da wird noch nicht mehr angefangen damit. Und nein, die bleibt. Also das Grundgerüst bleibt im Groben so, aber da wird noch ewig viel an Detailarbeit reingebaut. Und nochmal nein, auch am aktuellen Stand bin ich mit der Bühne noch nicht fertig und es ist der Wahnsinn. Wir spielen nervt zu stark. Aber das warum und wie und was sage ich jetzt alles in dem Video. Ja, Sigurd Festival, Island of Freedom, klar, habe ja gesagt, versuche nachzubauen und die Bühnen sollen wir schon irgendwie kennen. Es wird kein 1:1 Nachbau. Am aktuellen Stand, das seht ihr in späteren Let's Plays, die Größenverhältnisse und die Abstände zu den Bühnen stimmen überhaupt nicht. Aber ein paar wichtige Bühnen wollte ich nachbauen und eine wichtige Bühne davon ist die Mainstage. Als ich das Ding gebaut habe, war im Stream der Hoshi da, der war sehr oft da oder ist sehr oft da, wenn ich hier Festival Challenge baue. Und ja, er hat recht, weil es ist die langweiligste Mainstage, die man so kennt von großen Festivals. Wenn ihr zur Bühne wie Tomorrowland erwartet oder mit ewig viel Deko oder Paruka will oder was weiß ich, wie sie alle heißen, nö. Es ist im Prinzip ein großer Kasten. Also, und noch dazu ein Kasten, der nicht mal so groß ist. Trotzdem finde ich die Bühne sehr, sehr cool. Sehr gut. Und ja. Mainstage. Was gibt's da noch alles zu sagen? Ich habe gesagt, das Spiel nervt unglaublich zu dem Zeitpunkt, wo ich hier gebaut habe. Noch nicht so stark, mittlerweile extrem. Kann mir nur wiederholen, Toolkit-Objekte machen das Spiel unglaublich langsam. Gut, es könnte mit zum Teil liegen, weil halt mittlerweile schon viele Objekte verbaut sind. Aber ohne Toolkit hatte die Fehler einfach nie. Ich werde am Ende, wenn ich hoffentlich bald, was unrealistisch ist, wenn ich irgendwann mal fertig bin mit dem Teil, werde ich das Ganze einmal komplett in Steam Workshop hochladen und aus Performance-Gründen werde ich jede einzelne Bühne nur hochladen oder jede einzelne Area. Das kann sich dann Hannibal ansehen, wie er will. Ich würde ihm empfehlen, die einzelnen Areas anzusehen, einzeln, und das Große nur für den Gesamtüberblick anzusehen. Aber was er da macht, ist mir wurscht. Es wird auf alle Fälle auch komplett als Ganzes hochgeladen, aber das nur am Rande. Ist ja nur ein bisschen hin und schauen wir dann. Mainstage, was gibt's noch? Viele Dinge, die mich unglaublich nerven am Spiel, auf die gehe ich mit später auch ein. Hier hatte ich so ein kleines Problem, das relativ fix gelöst war. Die Mainstage, rechts und links die Kasten, wo die Displays dranhängen. Die haben so das Sigurd-Logo halt einfach drauf und die Sigurd-typische weiß-rote Spiralenkringel-Folie-Plane drüber hängt. Die gibt's im Spiel nicht. Es gibt auch kein Toolkit-Objekt, ich habe tatsächlich geschaut. Also musste ich oder wollte ich das Muster irgendwie nachbauen, damit halt die Bühne ein bisschen im Original nahe kommt. Und ab Minute, keine Ahnung, 6 oder so, ja, ab Minute 6 glaube ich, seht ihr, wie ich versucht habe, beziehungsweise wie ich es gemacht habe, dass ich dieses Muster da nachbaue. Von was ihr redet im Original, ihr seht es auch hier, ich habe wieder Leinwände gebaut und mit Originalfotos drauf, die ich gemacht habe. Und da seht ihr das ab und zu. Originalfotos, die ich gemacht habe, bevor der jetzt irgendwie drauf rumreitet. Nein, nicht alle habe ich gemacht.
aber ein Großteil davon. Ich habe mal Bilder rausgesucht, wo man die jeweiligen Szenen, die ich brauche, wie Abstände oder Bühne oder so Zeug, gut sieht. Aber egal, ich sehe dir dazwischen immer wieder. Zum Video an sich. Es war sehr, 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 sehr viel Rohmaterial, was ich hier hatte. Es fällt tatsächlich bei dem Projekt so viel Rohmaterial an. Wenn ich das alles aufnehmen würde, habe ich ja schon mal erklärt, das wäre speicherplatztechnischer Albtraum. Darum gibt es auch hier wieder zum großen Teil Stream-Videos, weil die Qualität tatsächlich einfach schlechter ist. Und da bei Speedbuild geht es schon, das stört jetzt nicht so. Es sind aber auch Aufnahmen dabei, die ich halt einfach direkt aufgenommen habe. Alles ein wenig durchgemischt. Sehr viel Rohmaterial, ja, es sind sehr viele Schnitte drinnen. Ich habe einiges herausgeschnitten, so Try-and-Error-Zeugs habe ich versucht rauszuschneiden und allgemein, weil ich ja sehr lang zum Teil für einen einzelnen Bauabschnitt brauche, mit ausprobieren und nachschauen und wie war das und wie schaut es genau aus, wie ist das Größenverhältnis und so, brauche ich schon sehr lang, habe ich halt auch ein bisschen zurechtgeschnitten und das Ganze läuft wieder mit etwas sehr viel schnellerer Geschwindigkeit, wie es normal läuft. Mit siebenfacher Geschwindigkeit läuft das alles. Ich glaube, es geht nur ohne, dass einen schlecht wird. Ist halt schneller als sonst. Ja, die Mainstage an sich, da sage ich natürlich auch ein bisschen was dazu. Erstes Mal Mainstage hier gebaut, erstes Video davon. Ist anders aufgebaut, wie man es vielleicht kennen möchte. Und zwar klar, Bühne, breite Bühne, Display dran und so, nichts Besonderes. Das Besondere sind die Wellenbrecher. Das seht ihr in diesem Video noch nicht. Die Bühne hat einen Ausläufer in der Mitte. Und dieser Ausläufer quasi, da gehen Wellenbrecher. Irgendwo steht hier der Ton, Lichttower, Pressetower, keine Ahnung, weil so Leute draufstehen. Man kennt es, der Mischpulttower nennen wir jetzt einfach. Und es zieht sich ein Wellenbrecher von dem Ausläufer bis zu dem Lichttower. Sprich, nicht so wie man es halt kennt, parallel zur Bühne, sondern im 90-Grad-Winkel zur Bühne. Einfach mal querbeet hinter. Und von da läuft jeweils links und rechts ein Ast weg, so als der dann parallel zur Bühne ist. Das seht ihr alles noch. Warum ist das so toll? Weil dadurch hat man sehr wenig Gedränge von hinten, sondern man kann halt von der Seite jederzeit frei Richtung Bühne hingehen. Das ist ziemlich cool. Das seht, wenn ihr überhaupt keine Ahnung habt, was ich jetzt gerade meint, ihr seht es schon in kommende Speedbuilds. Womit ich auch schon beim nächsten Thema bin, kommende Speedbuilds. Ich will nichts versprechen. Ich sage nur, ich versuche es, dass ich also nicht erst wieder nächsten Freitag ein Video bringe, sondern unter der Woche auch ein Festival-Challenge-Video, einfach weil die Baustelle Mainstage so ewig groß ist und da sind so viele Details, kleine, wo ich ewig lang dran gebaut habe und deswegen versuche mehrere Videos zu bringen. So, jetzt muss ich mal tatsächlich kurz nachsehen, was ihr hier gerade seht. Jetzt sind wir bei 9 Minuten ungefähr. Genau, ich habe das Ding da schon gebaut, oder? Ja, die Spirale habe ich schon gebaut. Jetzt baue ich gerade an der Bühne ein bisschen rum und dann klatsche die Spirale noch da dran und dann war es das für das Video auch schon. Ja, allzu viel gibt es jetzt hier tatsächlich nicht mehr zu sagen. Wenn ihr Fragen generell zum Festival habt oder sagt ihr, was baut ihr da oder so, beantworte ich natürlich gerne. Schaut auch beim Hannibal am Kanal vorbei, schaut euch die Challenge-Videos und Challenge-Update-Videos und weiß der Geier, was da sonst alles gibt, an. Ja, das habe ich auch gesagt. Bis am aktuellen Stand bin ich sehr zufrieden damit, mit dem Mainstage.
versuche es halt originalgetreu nachzubauen. Ich habe schon Ideen bekommen, was man bauen könnte, aber es gibt es halt im Original dann nicht. An dieser Stelle sage ich jetzt jedenfalls Mainstage-Beschäftigung uns länger. Vielen Dank fürs Ansehen, Servus, Tschüss und bis zum nächsten Mal.